Das neue Krimskrams- und Pastellpop-Set wurden frisch angekündigt, bei denen sich schon bei der Ankündigung ein klarer Community-Favorit herauskristallisiert hat. In diesem Video möchte ich beide neuen Baumodus-Sets antesten und meine Meinung zu diesen abgeben. Ich will gar nicht lange rumlabern, das Krimskrams- und Pastellpop-Set sind am 10. November für die Sims 4 erschienen. Das Pastellpop-Set. Wir beginnen mal so ein bisschen damit. Wir haben zwei neue Tapeten bekommen, die, wie der Name schon sagt, wer hätte es erwartet, pastellige Töne mit sich bringen. Die Farbkombination haben wir gefühlt schon so im Spiel. Das ist ganz cool. Also wir haben jetzt ein paar mehr Farben, die so zweigeteilt sind. Ja, hätte es jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht. War vielleicht eher so der Vollständigkeit halber. Oh, doch, tatsächlich ganz süß. Hier oben mit Erdbeer und Blumenmuster. Unten neutral. Hätten sie jetzt vielleicht noch ein paar verschiedene Muster mit reinbringen können, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Die Tapete gibt es auch komplett in einer Farbe. Und jetzt wissen wir auch, woher die Erdbeere aus dem Logo herkommt. Die kommt von dieser Tapete. Ein neuer Boden ist ebenfalls mit enthalten, der Schnörkelschickboden. Ja, das ist ein Teppich scheinbar. Oh, wir haben tatsächlich wirklich sehr viel hässliche Teppiche in diesem Sims 4, deswegen finde ich es umso besser, dass wir hier mal so einen richtig schönen mal wieder mit dazu bekommen haben. Der sieht echt flauschig aus. Wir haben den in verschiedenen Farben. Hier in so einem ganz grässlichen Grün und hier auch, wow, es wird ja fast immer funkiger hier. Ja, also die Farben sind tatsächlich, ich finde, auf diesen Teppich bezogen eher gewöhnungsbedürftig. Aber zum Glück, okay, das ist sehr gut, auch was Neutrales. Das heißt, diesen Teppich, den ich echt gerne mag, kann man jetzt auch in normalen Wohnungen verwenden. Und der ist irgendwie sehr hoch aufgelöst tatsächlich. Hier haben wir beim Pastellpop-Set, wer hätte es gedacht, dieses Bett hier bekommen. Also wirklich diese verrückten Muster ziehen sich hier durch. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine U-Bahn, an so U-Bahn-Sitze. Ja, okay, also der Stil ist ja tatsächlich dieses Dänisch-Pastell. Ach, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also natürlich, das Thema trifft es perfekt, aber ob das jetzt wirklich so schön ist, muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also ich finde die Farben teilweise ja doch ein bisschen schrecklich und auch diese Muster. Also diese neutrale Version finde ich tatsächlich ziemlich cool. So hat das Bett auch was. Wir haben diesen neuen Sessel bekommen. Also was hier schon auffällt, diese geschwungene Form zieht sich hier scheinbar ein bisschen durch. Hier haben wir so ein bisschen auch eine Kuhmusteroptik. Oh mein Gott, der Sessel ist sehr cool. Der gefällt mir doch echt ganz gut. Die Kombination haben wir noch. Es fehlen hier doch so ein paar Farben. Wo ist das Lila? Soll das das Lila sein? Das ist aber eher so ein bläuliches Lila. Ich hoffe einfach mal, dass die Farben hier, wenn wir jetzt die Objekte mal weiter zusammensetzen, doch alle zusammenpassen. Wir haben diesen Schreibtischstuhl bekommen, den ich ja, leider auch relativ hässlich finde. Aber zumindest, man kann es positiv sehen, der Stil ist tatsächlich sehr neu. Hat mir so in der Art auch noch nicht. Wir haben ein passendes Sofa bekommen, was so ein bisschen rund aussieht. Also hier, dieses runde Thema zieht sich tatsächlich durch. Ein neuer passender Tisch. Da finde ich es tatsächlich spannend. Der hat jetzt hier so eine Fliesen- oder Kacheloptik. Also das kann ich mir fürs Bad sehr gut vorstellen. Tatsächlich so neue Badmöbel bekommen wir in diesem Sims 4 gar nicht mal so viel. Da finde ich es umso überraschender, dass wir jetzt mit diesem Set quasi einen solchen Inhalt ins Spiel bekommen haben. Okay, die Formen werden immer abgespaceder. Hier sind jetzt quasi so zwei gleiche Formen so übereinander gestapelt. Aber hier fehlen dann auch die Farben, die wir bei den anderen Objekten haben. Das finde ich tatsächlich sehr merkwürdig. Ein neuer kleiner Beistelltisch, hier mit so einer Auskerbung an der Seite. Der finde ich auch ganz gut ins Bad reinpasst. Das hier ist tatsächlich nicht nur ein leeres Deko-Objekt, sondern es ist quasi eine Pinnwand, wo wir die Postkarten, die wir in Sims 4 bekommen können, hinhängen können. Wir haben dieses neue Regal bekommen, tatsächlich auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Ausnahmsweise auch mal hier was Neutrales. Aber die Farbe gibt es in der Art jetzt bei den anderen Objekten nicht. Also nee, da muss ich sagen, kleiner Kritikpunkt. Teilweise gibt es hier Farben, die es nicht bei allen Objekten so gibt, obwohl die ja thematisch hier eigentlich ein Set bilden, finde ich ein bisschen merkwürdig. Wir haben dieses neue Deko-Objekt mit so ein bisschen Krimskrams dran bekommen, ist aber nicht aus dem Krimskrams-Set, sondern immer noch aus dem Pastellpop-Set.
Da bekomme ich tatsächlich so ein bisschen mein erstes Haustier-Vibes, einfach so ein bisschen vom Material, weil ja in diesem Accessoire-Pack für die Sims ja auch so ein bisschen plastikmäßig. Ja, also ehrlich gesagt, ich kann jetzt schon fast, obwohl wir alle Objekte durch sind, schon mal so mein Zwischenfazit geben. Also tatsächlich, der Stil sagt mir leider persönlich gar nicht zu. Finde ich tatsächlich sehr einigermaßen schrecklich. Ich verstehe die Richtung, aber die Farben reißen es für mich echt so ein bisschen ins Negative. Die Formen sind tatsächlich ganz cool. Wir haben diese neuen Bilder bekommen. Okay, also neue Bilder sind eigentlich nie schlecht. Die hier tatsächlich auch ganz cool. Das hier, finde ich, ist eine mega schöne Farbkombination. Da kann man nichts sagen. Auch wieder neutral. Auch immer sehr wichtig. Wir haben diesen neuen Spiegel bekommen, der tatsächlich wirklich sehr witzig aussieht. Der gefällt mir doch gut. Den kann ich mir ganz gut in so einem Kinderzimmer vorstellen. Hier mit so einer Seitenbeleuchtung auch noch dran. Wir haben diese neue Blume bekommen. Also tatsächlich, ich glaube, jetzt sind wir schon fast am Ende der 24 neuen Objekte. Auch sehr bunt. Das sieht irgendwie aus wie eine Plastikblume, oder? So, neue Teppiche in Die Sims 4. Im Basisspiel gibt es tatsächlich sehr viel Schreckliche. Deswegen ist es umso besser, wenn mit den Erweiterungen immer noch ein paar schöne mit dazukommen. Weiß ich nicht, wie man das so in ein normales Zimmer kombinieren soll. Okay, das hier ist ganz witzig. Haben wir, glaube ich, in der Form aber auch schon mit dem einen oder anderen Pack bekommen. Aber ich glaube, abgesehen von diesem Stil, den man jetzt mal so in einem Zimmer verbaut, lässt sich der vielleicht ein bisschen schwieriger irgendwie unterbringen. Das hier sieht aus wie ein Keks. Jetzt bekomme ich doch glatt ein bisschen Bock auf Kekse hier, aber okay, was ist das? Also wir haben hier verschiedene Variationen, verschiedene Formen. Das mag ich immer ganz gern, wenn sich da hinter einem Objekt so ein bisschen noch was anderes versteckt, was man jetzt gar nicht erwarten würde. Wir haben diese neue Bernsteinlampe bekommen, die, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, sogar in der Nacht leuchtet, genau. Ich würde fast behaupten, das ist mit Abstand mein deutliches Highlight aus diesem Pack. Einfach weil dieses Deko-Objekt erstens es wirklich noch gar nicht in Die Sims 4 gab, dann so leuchtet und auch, finde ich, eine ganz nette Atmosphäre abgibt. Also liegt aber auch größtenteils daran, dass ich die anderen Objekte, wie ich schon gesagt habe, einfach nicht so schön finde. Wir haben hier so ganz verrückte Kerzen in einer ganz verrückten Form. Passt auf jeden Fall zum Set. Ich weiß bloß nicht, wie das in echt funktionieren soll hier, dass die so stehen würden. Bisschen unrealistisch. Jetzt interessiert mich doch umso mehr, wie ihr die Objekte dieses Sets findet. Ich glaube, jetzt sind wir schon fast hier beim letzten Objekt angekommen. Okay, was ist das hier überhaupt? Ist es eine Vase? Ist es eine Mülltonne? Ach so, natürlich. Ah, okay, jetzt verstehe ich das auch. Ja, warum denn nicht? Es passt auf jeden Fall zum Gesamtstil sehr gut und auch dieses Kuhmuster ist hier auf jeden Fall wieder vertreten. Oh ja, einigermaßen viel Deko-Krimskrams. Hier sind überall, glaube ich, Slots drin. Auch immer ganz wichtig zu erwähnen, weil es ja das ein oder andere Objekt in Die Sims 4 gibt, wo keine Slots dran sind und man da nichts draufstellen kann. Tatsächlich, den neuen Computer, den wir mit diesem Set bekommen haben, kann man hier auf dieses Regal stellen und der sieht tatsächlich sehr witzig aus. Das hier ist einfach quasi ein Tablet, das hier auf so einer kleinen Mini-Staffelei steht mit einem Mauspad drunter. Also ich würde mal behaupten, ich sag einfach mal, das ist auf jeden Fall das kreativste Objekt aus diesem Pack. Einfach weil wir, glaube ich, sowas mit so einer Leinwand hier auch noch nie hatten. Wir kommen gleich zu meinem Endfazit. Jetzt würde ich aber sagen, wir schauen uns nochmal das Krimskram-Set an. Da habe ich im Vorhinein tatsächlich mir die Objekte schon so ein bisschen genauer angeguckt, weiß jetzt aber gar nicht, was genau für Deko-Objekte da so enthalten sind. Das sehen wir jetzt. Okay, wir haben einmal diese kleine Briefablage, kann man sagen. So, hat, glaube ich, jeder so ein bisschen in seinem Flur irgendwie hängen. Wir haben einen neuen Notizblock bekommen. Ja, ganz unscheinbar, ganz klein. Tatsächlich von den Farben habe ich das Gefühl, hier sind gar nicht so krass viele dabei. Muss bei so Deko-Krempel ja auch nicht unbedingt sein. Wir haben hier so eine Sporttrinkflasche bekommen. Kann man, glaube ich, auch jedem Sim mal irgendwie so reinstellen. Wir haben eine neue Tasse bekommen. Was ich tatsächlich fast ein bisschen schade finde, aus dem Grund, weil wir ja so diese Art von Deko, so Tassen oder auch andere Kleinigkeiten wie Handys, ja einfach schon im Debug-Modus auswählen können.
und es damit ja quasi fast schon so ein kleines bisschen Verschwendung ist. Wir haben jetzt hier auch noch ein Tassenset bekommen. Da haben die Entwickler quasi diese Tasse dreimal in ein Objekt reinkopiert. Und okay, die Tasse ist jetzt hier anders, aber weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Das sind halt dann so Geschichten, die man tatsächlich mit dem Debug-Modus irgendwie umsetzen kann. Ist zwar ganz cool, dass es jetzt auch hier quasi als richtiges Baumodus-Objekt mit drin ist, aber weiß ich jetzt nicht so ganz. Daher finde ich, hätte man jetzt vielleicht dann, ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Gemecker, aber hätte man jetzt vielleicht dann doch lieber andere Deko-Objekte wie das hier wählen können. Ah, ach so, da sind Simoleons drin. Jetzt check ich das. Ist tatsächlich hier wirklich so klein, dass man das gar nicht unbedingt alles so gut erkennt. Wir haben hier einen Stapel Bücher, ja, beziehungsweise hier so Magazine, auch in verschiedenen Farben. Wir haben dieses Schreibset, was es gefühlt, glaube ich, genauso in The Sims 3 gab tatsächlich, wenn ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Ja, also ich finde, bis jetzt macht dieses Pack auf jeden Fall seinem Namen alle Ehre. Also auch hier so eine kleine Box, wo einfach so ein bisschen Deko-Krimskrams drin ist. Wir haben nochmal diese Box hier, eine Kramskiste. Also tatsächlich wüsste ich, wenn ich diese Objekte teilweise so sehe, die hier jetzt, nicht unbedingt, dass wir die noch gar nicht so im Spiel hatten. Eine Brille, das ist tatsächlich sehr cool. Kann man, glaube ich, jedem Sim mal auf den Nachttisch legen. Kann man sich so ganz gut vorstellen. Es geht weiter, wir haben diese neue Kiste, quasi hier so eine Kiste mit so Schuhen drin. Die recht kreative Kollektion schauen wir uns jetzt hier auch nochmal an. Wir haben hier verschiedene Farben, einfach hier so ein kleines Grafiktablet. Wir haben eine neue Yogamatte, das ist tatsächlich sehr cool. Deko für den Fitnessraum, auch wichtig, hier noch mit so einem Gewicht vorne dran. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz meckern darf, also ich muss sagen, diese ganzen Kisten hier hätte es für mich jetzt persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Klar, man hat auch so Kisten natürlich daheim rumstehen, aber vielleicht hätte es dann doch vielleicht ein paar andere kleine Deko-Objekte sein können. Die Brille finde ich extrem cool, so in die Richtung, aber insgesamt muss ich sagen, bis jetzt macht dieses Set wirklich einen sehr guten Eindruck. Auch nochmal so ein bisschen Fitness-Krams kann man, glaube ich, immer ganz gut gebrauchen. Ich denke, für Leute, die wirklich extrem viel im Baumodus unterwegs sind, kann es gar nicht genügend Deko geben. Und für die ist, glaube ich, dieses Set auch perfekt geeignet. Also hier kann man wirklich nichts falsch machen. Das ist mal wieder so ein Set, was kein spezielles Thema ist, was man nur so manchmal verwendet. Sondern ich bin mir sicher, dass diese Objekte hier einfach überall so mit reingepackt werden. In jedem Grundstück könnte man diese Objekte verwenden, egal was für ein Thema das Haus hat. Und sowas mag ich immer prinzipiell sehr gerne. Hier so ein bisschen Schmuck kann man sich auch auf dem Nachttisch ganz gut vorstellen. Nochmal ein Schachbrett-Set. Hier schon so ein bisschen, wurde schon länger nicht mehr benutzt. Das sieht man auf jeden Fall. Nochmal die Brille hier in so einem anderen Set. Das finde ich tatsächlich auch so ein kleines bisschen schade. Jetzt haben wir die Brille so, dann einzeln. Wir haben die Tasse so und dann nochmal so zusammen in dieser Kombination. Es wirkt für mich fast ein bisschen so, als hätten die Entwickler die Objekte Auswahl dann wieder so ein kleines bisschen strecken wollen. Ist jetzt auch wieder ein bisschen meckern auf hohem Niveau. Ein Handy haben wir bekommen. Hatten wir jetzt auch so im Debug schon mal, aber endlich. Es gibt auch mal Schlüssel. Tatsächlich gab es, glaube ich, noch nie Schlüssel bei den Sims. So in The Sims 2 vielleicht. In The Sims 3 konnte ich mich da jetzt nicht so gut erinnern. Und mega cooles Detail. Man sieht auch, dieser kleine Schlüsselbund hier ändert sich so ein bisschen. Hier ist jetzt der Kühlschrankhase dran. Hier ist ein normaler Schlüssel dran. Hier ist so ein kleines Bärchen dran. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Detail. Sowas wertet dann die Objekte für mich dann auch immer so ein bisschen auf, wenn man einfach merkt, okay, da wurde sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Wir haben hier so eine kleine Taschenanordnung, finde ich auch ganz cool. So an den Eingangsbereich von der Tür kann ich mir das sehr gut vorstellen. Eine Vitrine. Hier sind quasi diese Cap, die wir jetzt auch schon einzeln haben, und der Basketball hier zu sehen. Und wir können uns jetzt ebenfalls auch eine Angel hier an die Wand hängen, glaube ich, für Angler sehr gut. Okay, das Bild ändert sich hier lustigerweise auch. Ach schön, ja. Doch, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die auf jeden Fall auch mal Verwendung bei mir in der Bude finden werden.
Jetzt haben wir noch hier diesen kleinen Schminkspiegel. Auch wirklich sehr nice, dass die Entwickler sowas mal wieder mit reingebracht haben. Stimmt, ich glaube, so doof wie es klingt, aber so einen ganz normalen Tischspiegel hatten wir, glaube ich, auch noch nie in The Sims 4. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ein Objekt fehlt uns, glaube ich, jetzt noch nach der Uhr. Die Uhr ist cool. Jetzt vielleicht noch so eine Uhr, die einfach so auf dem Tisch liegt, wäre, glaube ich, ganz cool, weil so eine hat man ja, wenn man sie frisch gekauft hat. Aber ich glaube, niemand würde seine Uhr jetzt einfach so in diese Box wieder zurücktun. Und das letzte Objekt, der Mini-Wummer. Ah, das sollen so kleine Lautsprecher hier sein. Mega. Also kann man nicht anders sagen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Leute, ich glaube tatsächlich, Gamer, die mit den Sims nichts zu tun haben, können überhaupt nicht verstehen, dass wir Sims-Spieler uns darüber freuen. Aber alle Baumodus-Fanatiker werden das hier zu schätzen wissen, die Objekte. Wir können hier sogar mit diesem kleinen Lautsprecher interagieren. Es ist also nicht nur Deko, sondern hat tatsächlich auch eine Funktion. Genauso wie hier, der Spiegel hat eine Funktion. Mit dem Rest lässt sich jetzt leider nicht interagieren, aber die Objekte sind trotzdem dekorativ sehr cool. Jetzt können wir hier auch nochmal so ein bisschen näher ranzoomen für alle, die es interessiert. Ich denke, das ist doch eigentlich echt hier eine ganz gute Auswahl. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Entwickler diese Idee weiterführen und es dann vielleicht für verschiedene Arten von Räumen dann auch einzelne Deko-Sets geben würde. Ich finde nämlich tatsächlich in diesem Rahmen, in diesem Set-Rahmen, ist Deko so das Beste, was die Entwickler irgendwie machen können. Einfach aus dem Grund, weil man nie genug Deko haben kann zum einen. Zum Beispiel bei den Bars ist es so, die Entwickler packen da immer neue Bars rein. Aber ich finde, da braucht man jetzt nicht unbedingt noch 200 mehr, aber bei 200 neuen Deko-Objekten hätte ich tatsächlich gar nichts dagegen. Da ist dieser Set-Rahmen tatsächlich ganz gut. Das Pastell-Pop-Set hingegen überzeugt mich jetzt ein bisschen weniger, einfach aus dem Grund, weil es nicht so ganz meinen Geschmack trifft. Es gibt bestimmt viele, die diesen knalligen, bisschen ausgefalleneren Stil mit diesen krassen Mustern irgendwie sehr mag, aber mir persönlich sagt es jetzt nicht so zu, ist aber auch gar nicht schlimm. Die Objekte an sich sind nicht schlecht, aber das Krimskram-Set ist mein heimlicher Favorit und ich denke, neben dem blühenden Räume-Set, was ganz viele neue Pflanzen hinzugefügt hat, ist es doch eines meiner, ja, Lieblingssets tatsächlich geworden. Was denkt ihr denn so zu den Sets? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Werdet ihr zuschlagen? Werdet ihr vielleicht noch ein bisschen abwarten? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da zu sagen habt. Und dann würde ich sagen, hört gerne in die letzte Folge von Sim gehört rein. Da habe ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de unter anderem über die neuen Sets gesprochen. Man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.